Auch das Chat-Duell senden wir heute aus dem Homeoffice, denn bei Rocket Beans, da fühlen wir uns zu Hause. Herzlich willkommen zum Chat-Duell. In Folge 2 erwarten euch heiße Straßenschlachten mit Bohnen. Und hier ist euer Gastgeber. Er heißt nicht Heinrich, er heißt nicht Amanda, er heißt Lars-Erik Pause. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zum Chat-Duell. Auch herzlich willkommen natürlich an unsere fantastischen Kandidaten heute beim Chat-Duell. Wir haben uns rausgetraut aus dem Haus, um euch zu unterhalten. Ist das nicht lobenswert? Ich glaube ja. Wir haben einmal auf der einen Seite das Team Amanda aus der Amanda-Straße und Team Heinrich aus der Heinrich-Straße, die heute gegeneinander antreten werden in dieser Show, die sich Chat-Duell nennt. Ihr könnt gerne noch auf Twitter gehen, Hashtag Chat-Duell rausballern oder auf Instagram irgendwie eine lustige Story machen zu dieser Sendung. Vielleicht ein Screenshot oder so. Schaut mal, ob ihr lustige Screenshots findet hier während dieser Sendung und dann postet die einfach mit dem @RocketBeansTV, habe ich jetzt gerade mal so erfunden als neues Social Media Ding. Neil, was sagst du dazu? Ist ganz okay? Brillant. Brillant, ne? Würde ich auch sagen. Wir müssen aber natürlich wissen, um was es hier geht. Also wie lautet eigentlich die erste Frage? Und das erfahrt ihr jetzt, genauso wie funktioniert eigentlich Chat-Duell nochmal. Bitteschön. Wir stellen Fragen und ihr gebt die Antworten. Und hier kommt sie auch schon. Frage Nummer 1. Um mitzumachen, tippt Ausrufezeichen CD, Leerzeichen und eure Antwort in den Chat. Mehrere Wörter sind mit Leerzeichen zu trennen. Ihr könnt groß oder klein schreiben mit Umlauten und SZ. Die häufigsten Antworten ergeben zusammen 100%. Den Anfang machen unsere vier Rundenfragen, in der die Teams die 6, 5, 4 und 3 häufigsten Chat-Antworten suchen. Dafür gibt es die einfache, doppelte, dreifache und die vierfache Punktzahl. Je mehr Punkte ein Team verdient, desto bessere Chancen hat es später im Finale. Und noch eine kleine Ergänzung zu den Regeln. Wir haben hier vor unseren Pulten immer noch die Joker stehen, die für ein Extra-Leben sorgen. Wenn dann das dritte Kreuz schon erscheint, dann ist ja eigentlich schon der Gegner dran. Aber dann kann geistesgegenwärtig sofort der Joker gezückt werden. Dann muss der Nächste, der eigentlich dann jetzt an der Reihe wäre, stattdessen nochmal eine Antwort geben. Aber so hat man nochmal ein Extra-Leben. Ist das nicht schon mal schön? Lieber Matthias, wie geht's dir? Du hast jetzt gerade leider keinen 1,5 Meter Abstand zu deinen Nachbarn. Fühlst du dich unwohl damit? Das macht mich ein bisschen nervös, aber solange es vom Gegnerteam entsprechende Entfernung gibt, ist das alles okay. Nur die sind infiziert. Magst du dein Team mal kurz vorstellen? Ja, sicher. Also ja, ich bin der Matthias, hallo. Ansonsten haben wir die bezaubernde Sarah an meiner Seite und an ihrer Seite noch die bezaubernde Feline von Game 2, unseres Zeichens. Ist Game 2 gerade geschwächt durch Corona? Macht ihr alle Homeoffice? Wie sieht's aus? Homeoffice, ja, richtig. Wir sind noch nicht geschwächt. Insofern, alle sind noch einsatzfähig, soweit ich das mitbekommen habe. Aber von zu Hause aus ist das alles machbar noch. Nils, wen hast du aus der Heinrichstraße mitgebracht, dein Team? Nur die Besten, die noch da sind. Dann sind wir gekommen, ja. Gregor, den Mann kann nichts umhauen. Der hat mehr Keime in seinem Bart als Corona bisher. Ich habe die Sammlung angefangen letztes Jahr und ich bin gut dabei, muss ich sagen. Finde ich wirklich nice. Ja. Und dann haben wir natürlich Sandro. Sandro ist eigentlich nicht ganz anwesend, weil der gleich mit mir Pro-Clubs spielt. Ich bin schon gesagt, er muss gleich richtig on fire sein. Warum hast du das vor Chat-Duell eigentlich gesagt? Was? Ja, warum hast du mich unter Druck gesetzt? Weißt du, ich muss jetzt eigentlich für Chat-Duell sein. Wir diskutieren das später aus, okay. Aber ja, das sind meine Jungs. Es geht natürlich um diesen Pokal, den wir nicht anfassen werden heute. Wir versuchen, so wenig wie möglich anzufassen einfach. Ich darf mein Pult anfassen, ihr dürft natürlich die Buzzer anfassen, haben jetzt tatsächlich nicht mehr aus Spaß dieses Hygienespray. Weil wir wollen ja natürlich nicht zur Ausbreitung des Coronavirus beitragen, sondern wir wollen zur Ausbreitung von guter Laune beitragen, würde ich sagen. Und ein ganz entscheidender Faktor für gute Laune beim Chat-Duell. Das ist immer diese kleine Rubrik, die an dieser Stelle kommt und auf die sich alle so freuen. Und das sind die Powerphrases. Und wir wollen heute mal so kinky sein und mit unseren, naja, die Leute aus der Heinrichstraße, mit denen wollen wir anfangen. Nils, bitteschön, deine Powerphrase, das ist deine Kamera. Hallo Leute, ich bin der Nils und meine Powerphrase kommt heute von Gregor. Hallo, ich heiße Gregor und das ist mein liebstes Geschäft auf der Citadel. Hallo, ich bin Sandro und ich werde heute zum Kopfgeldjäger, um die Amanda-Straße zu vernichten. Man nennt mich auch den Amanda-Lorianer. Wow. Lalalalala. Das ist schön, ja. Eine schöne Einstimmung hier schon mal ins Gefecht. Aber so ein Angriff braucht natürlich auch einen Konter, um zu sagen, drei Konter, drei Powerphrases vom Team Amanda. Bitteschön. Hi, ich bin Matthias und wie meine Hände mit allen Wassern gewaschen. Hi, ich bin Sarah und wir sind zwar nicht Cinema Strikes Back, dafür heute aber Game 2 schlägt zu.
Hi, ich bin Feline. Jeder bunkert gerade Toilettenpapier. Aber warum niemand mich? Denn ich bin auch für jede Scheiße zu haben. Sehr schön. Ja. Wie sieht's aus, kreativmäßig? Wer hat gewonnen? Nils entscheidet. Letzter Spruch, sorry, der hat's natürlich jetzt entschieden. Vielen Dank. Ja. Liebe Grüße natürlich auch an die Kollegen von Cinema Strikes Back. Das werden wir sicherlich nachholen. Wir haben vollstes Verständnis dafür, wenn man hier nicht ins verseuchte Hamburg, obwohl vom verseuchten Köln oder so. Ja. Aber das werden wir auf jeden Fall nachholen, wenn wieder schönere Zeiten eingebrochen sind. Jetzt spielen wir Runde 1. Vorne zu mir an die Buzzer. Auch noch ein bisschen was von der Soße drauf? Ja, kannst du viel. Naja, nicht so viel, wie du willst, weil ich glaube, wir müssen da die nächsten Wochen damit haushalten. So, ihr gebt euch bitte nicht die Hände. Das ist die erste Regel. Die Hände bleiben hinter dem Rücken verschränkt. Okay. Ihr wart ja beide schon, also Nils natürlich ein Veteran. Du warst auch schon noch nie beim Chat-Duell dabei. Verstanden. Natürlich nicht. Aber wir kennen uns so. Es fühlt sich an, als hätten wir das schon 100 Mal zusammen gemacht, ja. Matthias. Gut, also die Hände bitte hinter den Rücken. Das gilt auch für Nils. Fängt schon an. Ich kann dir ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Ich lese dir die Frage vor. Wenn du die Frage verstanden hast und eine Antwort weißt, dann versuchst du, so schnell wie es nur geht, zu buzzern. Bitte Konzentration jetzt. Das sind gerade schon wieder Kriegsführungstaktiken von Nils. Das weiß ich doch. Du willst ihn nervös machen. Ich werde euch die Frage vorlesen, ihr buzzert. Ich sag euch, wenn es knapper wäre, als erstes gebuzzert hat. Wir suchen die 6 häufigsten Antworten. Es geht um die einfache Punktzahl. Insgesamt gibt es 100 Punkte zu erzielen. Mhm. Legen wir einfach mal los, würde ich sagen. Mit der ersten Runde von diesem Chat-Duell. Wir haben den Chat gefragt. Nennt ein RBTV-Format, in dem es nicht um Videospiele geht. Matthias? Bundesliga. Matthias hofft auf die Live-Zuschauer, die eigentlich fast mehr oder weniger gerade aus Bundesliga rausgeschmissen wurden und sagt, Bundesliga ist das hier dabei. Top 6 Antworten. Ist dabei auf Platz 2, sagten auch 18%. Nils kann auch die Top-Antwort bringen. Um Videospiele hast du gesagt, ne? Dem ist nicht um Videospiele geht. Dann sage ich Pen and Paper. Nils sagt, Pen and Paper ist das hier. Die Top-Antwort. Oder geht die Runde erstmal in die Amanda-Straße? Wir lösen auf. Oh, auf Platz 5 sagten auch 11%. Sagt natürlich nichts über die Qualität der Formate aus, sondern vielleicht einfach, wie leicht es zu schreiben ist. Aber Sarah, keine Besprechung, auch wenn es irgendwie privater Natur ist. Ich sag Moin Moin. Sarah sagt Moin Moin. Ist das hier dabei? Wir lösen auf. Es ist dabei auf Platz 4, sagten auch 14%, Feline. Ich sag, du bist. Feline sagt, du bist. Denn Gesellschaftsspiele sind keine Videospiele. Gut. Keiner ist am Start. Wir lösen auf, du bist. Ist das dabei? Nein, das ist noch nicht ganz etabliert, aber ist auch erst das erste Kreuz. Team Captain? Almost Daily. Matthias sagt, Almost Daily. Ist das hier dabei? Ist nicht dabei, das zweite Kreuz, ihr dürft euch beraten. Sarah? Ich sag Neue Deutsche Abendunterhaltung. Sarah sagt NDA-Schrägstrich die Neue Deutsche Abendunterhaltung. Ist diese Antwort hier mit dabei? Oder kündige ich? Bitteschön! Nein! So, das ist das dritte Kreuz. Ihr könntet theoretisch den Joker schon setzen, aber ich empfehle das in den späteren Runden zu machen. So, jetzt würde ich fast sagen, ihr hattet Zeit genug. Nils als Team-Captain hat jetzt eine gemeinsame Antwort von deinem Tier. Ja, ey, wir haben so viele Ideen. Wir haben verflixte Klicks, natürlich Chat-Duell. Die sind alle dabei. Aber wir haben uns jetzt entschieden für Kino Plus. Natürlich. Das muss ja dabei sein. Das wäre ja albern. Interessant, dass Chat-Duell noch nicht genannt wurde. Also, du hast jetzt Kino Plus zum Schluss gesagt, ne? Ja. Also, die Antwort lautet Kino Plus. Ist das hier unter den Top 6 Antworten dabei? Dann werden hier alle Punkte erstmal geklaut. Bitteschön. Yes. Es ist dabei auf Platz 1, sagt auch 34%, nicht die Top-Antwort Chat-Duell. Da sieht man mal, Kino Plus ist einfach der Chat. Der Schiat. Der Chat. Habt ihr denn noch, klar, du hast schon ein paar Sachen genannt. Ist Chat-Duell wohl noch dabei? Habt ihr noch eine Idee? Verflixte Klicks wäre jetzt auch noch mein Tipp gewesen. Ja, das ist auch sehr kompliziert zu schreiben. Selbst ich weiß manchmal nicht genau, wie man das ist. Aber da geht es auch viel um Videospiele, sei ehrlich. Mal der Binge vielleicht. Wir schauen mal, auf Platz 6 wäre gewesen. Verflixte Klicks mit 7% und auf Platz 3, da steht Chat mit 16%.
So, die zweite Frage für euch da draußen wird bereits für euch zumindest angezeigt, für uns natürlich nicht. Wir dürfen hier gar nichts sehen. Sarah, ja. Kannst du einen kleinen Einblick gewähren in dein nächstes Projekt beim Game 2? Klar, also ich bin jetzt gerade dabei, einen Beitrag zu schreiben, der in 2 Wochen in die Sendung kommt und bin ab heute auch im Homeoffice. Letzte Woche am Freitag waren wir auch daheim, waren wir auch noch da. Und Matthias hat sich so ein bisschen darum gekümmert, dass jeder die Technik, die er brauchte, mit nach Hause bekommt. Also haben wir am Freitag dann noch einen PC zu mir gefahren und so. Und jetzt ab heute bin ich ganz ohne Stress quasi ins Homeoffice gestartet. Die Frage, ob diese geilen PCs irgendwann wieder hier in die Firma kommen, wahrscheinlich nicht, ne? Teile davon. Nein. Gregor, deine Pläne hier in der Apokalypse? Ach so, ja, so wie ich es eigentlich jeden Winter mache. Ich kaufe mir gemischte Nüsse, dann packe ich die in meine Backen und lege mich für 6 Wochen in der Ecke. Ja. Und ich hoffe, dass das dieses Mal auch funktioniert, aber mit natürlich Homeoffice-fähigem Rechner auch. Bei mir habe das gerade vorhin eingerichtet, damit ich auch bereit bin, von zu Hause meinen Schwachsinn auch in die Welt zu senden. Also, dass ich hier bin, fühlt euch geehrt. So oft wird es nicht mehr passieren. Und viel trinken auch? Seid ihr da Verfechter von viel? Ja, sehr gut. Ja, man sieht, besser vorbereitet auf die Apokalypse. Teilt's euch gut ein, denn wir müssen jetzt ganz kurz eine Pause machen. Da müsst ihr ordentlich Wasser trinken, ihr da draußen natürlich auch. Und dann sehen wir uns hier einfach gleich wieder. Eine kleine Pause machen wir nur, ganz kurz. Zurück zum Chat-Duell, heute intern besetzt mit dem Team Amanda und dem Team Heinrich. Ich hoffe, ihr habt schon lustige Screenshots geschossen und auf Instagram mit @RocketBeansTV hochgeladen. Wir schauen uns die Stories später alle noch an. Die nächste Frage wird jetzt bereits eingeblendet für euch da draußen. Nils, 77 Punkte, seid ihr schon vorne? Ja, ja. Hast du ein gutes Gefühl bei diesem Chat-Duell? Ich habe immer ein gutes Gefühl, weil ich ein durchaus sehr optimistischer Mensch bin, aber das wird eine Nullrunde heute. Was soll man da sagen? Leute, also, ich glaube tatsächlich, ich habe ein Gefühl, ich fühle die Null. Und ja, da sie bei uns nicht gekommen ist. Stimmt, es kann eigentlich jetzt nur noch sie treffen. Das, ne? Nils, was du da fühlst, ist die Null von gleich von Pro-Clubs. Nee. Oh, was also war das denn? Auch, gewinnt er auch zu Null? Nur Gegentore, nur Gegentore, meint er. Worauf ich mich immer besonders freue, wenn Nils beim Chat-Duell ist, ist seine Zeichnung für die Glaubensfrage. Ja, ich habe keine Zeit mehr, ich musste mich jetzt... Ja, ja, halt dich mal ran, damit wir später eine schöne Zeichnung haben. Und wir machen jetzt weiter mit Runde 2. Hier mit nach vorne. Natürlich hier wieder. Sicherheit geht vor. So, einmal in den Mund rein. Ja, ist bitter nötig, rieche ich gerade. So, die Hände bitte hinter dem Rücken. Bisschen Gyros. Ich werde euch das nochmal ganz kurz erklären, was hier los ist. Ich bin Moderator des Chat-Duells und lese euch die Frage 2 gleich vor. Wenn ihr die Antwort wisst, dann buzzert ihr. Ich sag euch, wenn es knapp war, wer als erstes gebuzzert hat. Wir suchen die 5 häufigsten Antworten. Es geht um die doppelte Punktzahl. Insgesamt sind 200 Punkte zu holen. Und beim Nachbuzzern habt ihr 5 Sekunden Zeit. Das habt ihr verstanden? Mhm. Gut. Seid ihr bereit und ansprechbar? Mhm. Oder zurechnungsfähig? So, komm. Gut. Okay, gut. Dann machen wir hier weiter mit Frage 2. Wir haben den Chat gefragt. Nennt einen Beruf, bei dem Homeoffice schwierig ist. Gregor? Klempner? Alter, Gregor! Er denkt immer nur Gregor sagt Radio, Klempner. Ruhe im Studio, bitte. Ist Klempner hier dabei? Ist nicht dabei. Sarah? Arzt. Sarah sagt Arzt. Und ist Arzt hier mit dabei. Wir lösen auf. Es ist dabei, medizinisches Personal, sehr breit gefasst. Das ist die Top-Antwort, sagten auch. Ist nicht schlimm. 55%, ihr könnt wieder auf eure Plätze zurück. Sarah hat die Runde erstmal in die Amanda-Straße gebracht. Also alles mit Krankenpfleger, Krankenschwester wird alles zusammengefasst mit medizinisches Personal. Feline, keine Besprechungen da auf der anderen Seite? Ich würde sagen Erzieher oder Kindergärtnerin oder Kindergärtner. Ja, was, oder Arzt oder Kindergärtner. Kinderpersonal. Loggen wir mal Erzieher ein, würde ich vorschlagen. denn das könnte ja dabei sein. Oder auch nicht, wir schauen einfach. Bitteschön. Nein, ist nicht dabei, Matthias. Müllabfuhr. Matthias sagt Müllabfuhr. Ein systemrelevanter Job. Aber hat der Chat auch so gedacht. Wir lösen auf.
Mhm. Auf Platz 4 sagten auch 10%. Gibt es da nicht eine andere Bezeichnung für Müll? Reinigung, also Müllsorgungstechnik. Ja, irgendwie sowas gut. Ja, Sarah? Einzelhandels, also Verkäufer, wie heißt das? Verkäufer, Verkäuferin, ja. Verkäufer. So. Verkäuferin, Verkäufer, ist das hier dabei? Also mein Drogendealer kriegt das gut hin. Was? Systemrelevante Drogendealer. 2 Kreuze, ihr könnt euch beraten. Feline? Dann sage ich Bauarbeiter. Mhm. Sehr gut. Der Bauarbeiter, ja, hab ich auch schon dran gedacht, wurde hier genannt, aber hat der Chat auch den Bauarbeiter genannt. Denkt der Chat auch mal an die Bauarbeiter, wir lösen auf. Ja. Ja, sehr wohl. Bauarbeiter, Bauarbeiterinnen auf Platz 3 sagten auch. Na, ich finde das aber gut. 12%. Mhm. Matthias? Taxifahrer haben auch schwer, die Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Soll ich was Falsches sagen? Nein. Dann wären wir dran. Taxifahrer. Übrigens, Grüße gehen natürlich raus an alle Taxifahrer, die gerade hart strugglen müssen, weil einfach kein Kunde mehr da ist. Ist Taxifahrer hier mit dabei? Ein bisschen Solidarität für die Taxifahrer. Hat der Chat auch Solidarität für Taxifahrer? Nein, interessiert den Chat überhaupt nicht. Das ist das dritte Kreuz. Wollt ihr den Joker lösen, setzen? Joker? Nee, wollen wir nicht. Wollt ihr nicht, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, ihr habt euch beraten. Es gibt so viele tolle Sachen. Ja. Was? Oder? Nimmst du das? Ja, ja, hier müssen wir. Genau. Busfahrer natürlich auch wieder so, oder Sportler oder. Aber wir haben uns gesagt, tatsächlich Postbote. Oh ja. Die haben es wirklich schwer von zu Hause, wirklich. Also Postbote, ich möchte es anders formulieren. Bote im Allgemeinen. Ja. Boten des Personals. Das Botenpersonal. Das Botenpersonal im weitesten Sinne. Ist das hier ein Beruf, bei dem Homeoffice besonders schwierig ist? Und könnt ihr hier alle Punkte klauen? Wie Ratten. Wir lösen auf. Okay. Nein! Ihr könnt keinen einzigen Punkt klauen, möchte ich hier mal sagen. Es sind 154 Punkte, die wir jetzt erstmal auf das Team Amanda-Konto addieren können. Von 0 ergibt das dann auch genau 154 und 77 noch auf der anderen Seite. So, noch Ideen? Was hattet ihr noch? Busfahrer hatten wir auf jeden Fall. Also so Fußballer, Pilot, Bauarbeiter, Hotelfachkräfte. Steht ja schon, Bauarbeiter wäre ja schon dann da gewesen. Aber ist dabei, Sandro, tatsächlich? Gut, so. Dann gucken wir mal, auf Platz 5 gewesen wäre. Polizistin, Polizist, Cybercrime-Unit. Und auf Platz 2 wäre gewesen. Es ist Pilot. Tatsächlich Pilot. Pilotin, Scheiße. Pilot wäre dabei gewesen mit 14%. So, die nächste Frage wird für euch bereits eingeblendet, damit ihr da schon fleißig voten könnt. Feline, du hast an den Pilot, an die Pilotin gedacht, bist jetzt aber zufrieden, auch kein Pilot bei Game 2 zu sein. Was für eine Überleitung. Wow. Ein Profi. Ja, bin ich tatsächlich. Du bist ja eine der wenigen, die immer noch Kontakt hat zur Heinrichstraße. Man geht ab und zu mal essen zusammen. Vermisst du die Heinrichstraße schon oder hat man sich in der Amanda-Straße eingelebt? Ich habe mich natürlich super gut in der Amanda-Straße eingelebt. Aber wenn ich die Heinrichstraße nicht vermissen würde, würde ich ja nicht ab und zu zum Essen vorbeikommen. Also, das stimmt. Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Für alle, die nicht wissen, was du in der Amanda-Straße machst, was machst du da? Ich mache Social Media bei Game 2. Und ist das schwer? Es ist, ist das systemrelevant? Kann man das im Homeoffice machen? Das kann man im Homeoffice machen, solange ich immer noch Content von den Redakteuren zugeschickt bekomme. Aber die können mir ja alle Videos schicken. Ich kann daheim schneiden, ich kann daheim mit Photoshop arbeiten. Das geht alles. Also momentan keine großen Probleme? Nein. Was das angeht? Nein. Sandro, bist du ein disziplinierter Homeoffice-Boy? Ich lasse mich zu schnell ablenken. Ich sag's, wie es ist. Ja? Ja, natürlich. Also wenn du zu Hause bist und all die Möglichkeiten hast, dann. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, hier quatschen wir ja auch viel. Ist nicht so, dass man hier auch straight. Ja. Also es hat so Pro- und Contra-Phasen, aber an sich ist es möglich. Wir bereiten natürlich auch viel vor, haben ganz viele tolle Ideen, was wir so von zu Hause aus machen können. Von daher könnt ihr gespannt sein auf geiles Programm hier. Warst du in einem Studium, vielleicht eine Frage an das ganze Team, wart ihr im Studium die Typen, die zu Hause gelernt haben oder seid ihr in die Bibliothek gegangen? Eigentlich wäre das auch eine Frage gleich. Bibliothek oder zu Hause? Oder gar nicht. Oder schon eher Bibliothek. Oder schon eher woanders. Nicht in die Bibliothek, aber schon eher woanders. Weil als ich zur Uni gegangen bin, hatte ich zu Hause kein Internet. Ach, und mit Büchern kann man gar nicht lernen, oder? Ja, nee. Okay. Also nur, ich finde, das ist ein guter Name für eine Fluggesellschaft. Was denn genau? Eher woanders. Eher woanders, stimmt. Tatsächlich. Gebe ich dir nochmal einen extra Punkt. Bei euch war es eher so
Ich habe nicht studiert, insofern Schulzeiten war dann auch eher zu Hause. Eher zu Hause, ja. Bei euch? Hat auch hier irgendjemand eigentlich studiert? auch immer zu Hause, weil dann kannst du essen, was du willst, trinken, was du willst, in vergammelten Klamotten oben sitzen und belästigst keine anderen Leute. Kein Unterschied mit der Uni eigentlich. Zumindest nicht mit Rocket Beans. Ich habe sogar teilweise in der Amanda-Straße studiert. Ich habe meine Bachelorarbeit hier geschrieben und nebenher den Beitrag dazu gemacht. Also bist du wirklich prädestiniert, um hier das Team Amanda voranzubringen. Zum Beispiel auch bei der nächsten Frage, die da lautet Frage 3. Feier. Allein und Sandro, du hier nach vorne. Natürlich wieder hier. Jawohl, als ob das was bringen würde. So, die Hände bitte hinter den Rücken. Ich werde euch eine Frage vorlesen. Wenn ihr eine Antwort wisst, dann buzzert ihr. Ganz genauso. Ich sag euch, wenn es knapp wurde, wer denn als erstes gebuzzert hat, dann habt ihr 5 Sekunden Zeit, eine Antwort zu liefern. Wir suchen die 4 Top-Antworten des Chats. Es geht um die dreifache Punktzahl. Insgesamt sind hier 300 Punkte zu holen. Habt ihr das soweit verstanden? Ja. Wollen wir dann vielleicht einfach loslegen? Leg mal los. Dann machen wir das. Und zwar geht es jetzt weiter mit Runde 3 beim Chat-Duell. Wir haben den Chat gefragt: Nennt eine Bohne, deren Name aus 6 Buchstaben besteht. What the fuck? Sandro? Etienne. Stimmt das? Nein. Sandro sagt Etienne. Wir machen mal schnell weiter. Ist das dabei? Oh, damit hier nicht zu lange überlegt werden kann. Feline sagt Das tut wirklich weh, Sandro. Ah, nee, ich darf ihn nicht anfassen. Das tut wirklich weh. Feline sagt Sandro. Wir haben uns kurz angefasst. Ist Sandro dabei? Wir lösen auf. Jawohl, ist dabei. Auf Platz 3 sagten auch. Das Ding, 13%. Ihr könnt erstmal wieder auf eure Plätze zurück, denn die Runde geht erstmal mal wieder in die Amanda-Straße. Wir machen gleich weiter, damit hier nicht zu lange überlegt werden kann. Ja, schnell, Matthias. Schnell. Gregor. Oh nein! Das sagt also meine Antwort, Verdammung. Gregor, ist Gregor dabei? Wir lösen auf. Ist dabei. Top-Antwort sagten auch. 61%. Ui. Sarah. Oh Mann. Mein Geburtsjahr. 5 Sekunden. Nee. Schon. Alles zu wenig oder zu viel? Fabian? Das war... was wollten wir? Ich weiß nicht, Regie war... Nee, das war danach leider. Es hat nicht mehr gezählt, war aber ein guter Hinweis natürlich für alle anderen. Also, war nicht mehr in der Zeit. Ja. Dann nehme ich Daniel. Ah, oh Mann. Feline sagt, Daniel, ist das hier dabei? Wir suchen noch 2 mögliche Antworten. Daniel ist dabei, auf Platz 2, sagten auch 16%. Matthias. Dann würde ich jetzt den Fabian. Jetzt nimmt Matthias den Fabian. Das sind alle. Sarah, den Märtyrer tot gestorben, hat es noch nach rausgeschrien. Ist das dabei, Fabian? Ja, 2 Ende. Komm. Nein, ist nicht dabei. Okay. Das zweite Kreuz, ihr dürft euch beraten. Oh, nö. Sarah, noch eine Möglichkeit? Ich hätte 5 Sekunden. Jetzt schon damit gekriegt. Oh Gott, ich weiß aber auch nicht. Wie gesagt, 5 Sekunden. Ich weiß. Kommt. Ja, sorry. Nee, das war's? Keine Ahnung. Sehr gut. Ich komme auf keinen. Also nicht sehr gut, aber dritte Kreuz. Wollt ihr den Joker setzen? Nee. Es gibt nicht mehr so viele Runden. Nein. Nee. Ja, aber, nee. Also, aber wenn es reinfällt, lieber nutzt den keinen Überlegungstag geben. Da hast du absolut recht. So, ihr habt kurz Zeit gehabt, euch zu besprechen. Ja, brauchen wir nicht, denn mein guter Freund und Kollege Tobias Escher ist sehr beliebt bei der Community. Und wenn Tobias nicht da draufsteht, bin ich ziemlich enttäuscht. Okay. Nils, beziehungsweise das gesamte Team Heinrich, sagt Tobias. Etwas. Alle nochmal im Kopf nachgezählt, sind das 6 Buchstaben? Jawohl, aber ist das hier auch dabei? Wir lösen auf. Wow. Nein! Nils ist schwer enttäuscht. Jetzt hätte ich noch Markus gehabt von uns. Ich hätte, ich glaube, ich weiß, was die 4. ist. Ja. Und zwar heißt der Laser mit Nachnamen. Eduard. Eduard? Ja, aber das würde die Regie nicht durchgehen lassen. Warum nicht? Weil wir haben auch einen Eduard, falls du dich erinnerst. Ja, aber dann trotzdem nicht. Ja, bitte. Ja. Also, wir lösen natürlich gleich mal auf. Vorher möchte ich euch schon mal sagen, dass für euch nochmal 270 Punkte auf euer Konto gerechnet werden. Das heißt, ihr habt jetzt 424 Punkte und 77 Punkte auf der anderen Seite. So, was wäre denn wohl noch dabei gewesen? Auf Platz 4 wäre gewesen
Dennis. Dennis. Mit 10% hätte man tatsächlich auch drauf kommen können. Ja, ja klar. Aber ich muss sagen, ich habe zu Hause auch, ich habe erstmal Mara geschrieben, what the fuck, mir fällt kein einziger ein. Ich habe locker 3 Minuten nachgedacht. Insofern. Es wäre gut, dass zwei hier stehen. Boah, auch wenn sie es einfach nicht merken. Ja, ist gut gemacht. Ist so dumm, ey. Das beweist einfach nur, dass du kein Egomane bist. Ja, ich denke mal an andere. Ja. Das ist so. Ja. Vor allem an Etienne. Offensichtlich. Ja, apropos Egomane, oder? Wow. Matthias, wie sieht's aus? Ihr habt noch mal ganz schön aufgeholt, um nicht zu sagen, ihr habt jetzt eine recht komfortable Führung. Ist echt, ja, bist du guter Dinge? Ich bin ganz guter Dinge. Ich denke, wir haben jetzt auch wieder bewiesen, was wir beim stillen Wörtchen ja schon gezeigt haben, dass wir eine bescheidene Truppe seid. Genau. Richtig, genau. Wir sind ganz vorsichtig mit unseren Erwartungen, aber meistens läuft es dann doch wie gehabt. Wir haben gerade ja schon gehört, du hast die ganze Technik organisiert, die nach Hause gekommen ist. Wie muss man sich das vorstellen? Naja, vor allen Dingen habe ich die Autos gefahren, in denen die Technik umgefahren wurde. Ah, ja. Also wir haben die Rechner im Büro abgebaut und dann. Du warst der Dieb. Leute. Ah. Aber ist ganz lustig. Zurzeit glaubt einem jeder, wenn man sagt, ich bring's ins Homeoffice. Nachher kann das sowieso keiner mehr nachvollziehen. Auch bei anderen Büros einfach so. Ja, das brauche ich noch. Das ist ganz wichtig. Ja. Gut, ich höre gerade, wir sind soweit, die nächste Runde zu spielen. Also warum sollten wir hier noch lange rumschnacken, wenn wir nicht auch die 4. Runde spielen können? Nochmal die beiden Team-Captains nach vorne, denn das ist ja neu. Wir haben eine 4. Runde und dadurch kommt der Team-Captain 2-mal dran. Der Team-Captain ist mächtig geworden. Leute. Ja, Mann. So, erste Regel ist stay healthy. Aber ich bin eben, ich muss das sagen, in der ersten Runde bin ich abgeglitscht. Ja? Wirklich? Was? Nein, man kann das ja in der zweiten Runde gerne sich nochmal überprüfen. So, ich bin so abgeglitscht und deswegen. Ich gebe dir jetzt die Erlaubnis, mit deinem Pulli das trocken zu machen, weil danach würde ich es ja eh wieder desinfizieren. Okay. Gut. Also, ich habe euch die Regeln vorhin schon mal erklärt. Ich kann euch jetzt nur eine kleine Neuerung sagen. Es geht um die 4-fache Punktzahl. Alter, Leute, 400 Punkte. Shit. Aber wir suchen auch nur noch die Top 3 Antworten des Chats. Mhm. Ganz, ganz wenige Antworten, die wir hier suchen. Mhm. 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 Euch ist der Ernst der Lage bewusst. Absolut. Gut. Dann machen wir jetzt weiter mit Runde 4. Da haben wir den Chat nämlich Folgendes gefragt. Nennt ein Spiel, das dieses Jahr bereits erschienen ist. Nils. Scheiße. Ich wollte Call of Duty sagen, aber das ist ja gar nicht dieses Jahr gekommen. Wir haben ja Call of Duty, aber das ist nicht dieses Jahr gekommen. Oh, ich bin so dumm. Aber hast du es trotzdem gesagt? Ja, natürlich habe ich es gesagt. Genau. Ja. Also es klang nicht nach einer überzeugten Antwort. Ja, jetzt komm, jetzt gib mir die DSX und dann ist er erstmal. Ich sage, er überlegt doch die ganze Zeit. Hey, du hast doch hier den Mann gemacht. So, bitteschön. Call of Duty ist ein X tatsächlich, Nils. Ich gehe jetzt zu Matthias. Ich wäre bei Nioh 2, ganz aktuell. Das lief auch nur 20 Stunden auf dem Sender, ne? Jetzt bitte alle Ruhe, danke. Nioh 2, ist das hier dabei? Resigniert hat Nils bereits seine Sachen gepackt, ist auf den Platz zurückgegangen. Nioh 2 ist natürlich dabei, Top-Antwort, sagten auch. 52%. Aber die letzte Runde ist oft gut da, um nochmal alle Punkte zu klauen, denn ihr müsst ja jetzt noch die 2 Top-Antworten liefern. Natürlich jetzt einen Titel genannt, deswegen kann ich 2 Titel nehmen. Bitte ganz kurz Ruhe im Studio. Auch für die Zuschauer da draußen, für die wir das Ganze hier machen. Sarah. Ich hoffe, Ori and the Will of the Wisps. Und ich hoffe, ihr habt Ori 2 geschrieben, weil dann ist es super einfach zu schreiben. Okay, Sarah sagt wahrscheinlich einfach nur Ori. Sarah sagt, Ori, ist das hier dabei? Ja. Es ist tatsächlich dabei, auf Platz 2 sagten auch 37%. Philin? Mir fällt kein anderes ein, ich nehme Bolzen. Was? Bolzen? Bolzen. Gut. Sagt Philin also Bolzen? Bolzen. Ist das dabei? Wir schauen mal. Nee, Watson ist nicht dabei. Leider nicht. Aber es ist das erste Kreuz erst. Alle sind hochkonzentriert hier im Studio. Matthias. 5 Sekunden. Animal Crossing. Ist noch nicht raus, ich weiß, aber mir fällt gerade gar nichts ein. Matthias sagt Animal Crossing. Ist das dabei? Es ist nicht dabei. Das ist das zweite Kreuz. Wird hier zwar nicht angezeigt. Doch, jetzt. Angezeigt ist das zweite Kreuz. Ich war zu lange im Urlaub. Sarah, 5 Sekunden. Was sagst du?
Es tut mir leid. Tut mir wirklich Zeit leid. Ist abgelaufen. Als wäre ich nicht da gewesen. War das dritte Kreuz. Ihr habt jetzt das allerletzte Mal die Möglichkeit, den Joker zu setzen. Nee, muss sie da? Ja. Muss ich dann? Ja. Ich weiß keinen Fall. Ja, aber das ist der Joker. Also wir geben dir den Joker überlegt. Joker wird gesetzt. Ja, Leute, ey. Ich weiß aber keins. 5 Sekunden. Oh Gott, ey. Gab es nicht ein Remake von Baldur's Gate 2? Ich hab's mal wieder nicht verstanden, aber ist Baldur's Gate 2 dabei? Nein, es ist nicht dabei. Traurig ist das. Schade, Baldur's Gate 2. Ich bin bei Game Tor Glas, Erich Paul. Ja, ich kann euch einiges über Baldur's Games erzählen. So. Ihr habt natürlich Zeit genug gehabt, euch zu beraten. Ihr wart euch auch relativ schnell sicher oder habt ihr nur ein einziges Spiel noch gefunden? Nee, wir haben schon ein paar mehr, aber wir haben uns entschieden für Dreams. Oh, ja. Falsch, natürlich. Ja, ist mir in der Sekunde auch reingefallen. Nils sagt Dreams. Und wenn diese Antwort hier dabei ist, dann habt ihr alle Punkte gestohlen. Ja. Zwar 400 Punkte habt ihr dann gestohlen. Das ist mega spannend. Das ist also an Spannung kaum zu übertreffen. Deswegen lösen wir jetzt ganz langsam auf. Ganz langsam diesmal. Bitte. Also jetzt bitte. Yeah! Dreams, es ist dabei auf Platz 3. Sag ich auch. Prozent. Wir sind so dumm. Nicht schlecht. Das ist diese verflixte Runde 4, die wirklich nochmal richtig Punkte einholen kann. Und zwar haben wir jetzt 477 Punkte beim Team Heinrich und 424 Punkte beim Team Amanda. Das heißt aber, dass wir gleich ein richtig spannendes Finale bekommen, was ja immer ganz schön ist, auch für die Zuschauer da draußen. Und das heißt auch, dass jetzt die Glaubensfrage ganz entscheidend wird. Denn bei der Glaubensfrage entscheidet sich ja letztendlich, wer als erstes ins Finale darf. Ich kann jetzt hier für dieses Studio schon mal die Glaubensfrage vorlesen. Dann könnt ihr euch schon so langsam Gedanken machen. Und zwar lautet die Glaubensfrage dieser Episode Chat-Duell wie folgt. Schokopudding mit Sahnehäubchen, könnt ihr euch vorstellen, bildlich? Oh. Ja, Mann. Vorm Essen umrühren oder nicht? Könnt ihr euch ungefähr vorstellen. Ihr da draußen habt natürlich auch ein bisschen Zeit, euch das zu überlegen. Ihr könnt das alle schon mal besprechen. Die Lösung ist da schon, glaube ich. Nils will mir das schon sagen. Ihr müsst uns jetzt natürlich auch noch helfen, was die Finalfragen angeht. Und wir müssen eine kleine Pause machen. Und deswegen würde ich sagen, wir verabreden uns einfach in ein paar Minuten wieder hier auf dem Pausenhof. Bis gleich. Bleibt gesund in dieser kurzen Zeit. Welches Team im Finale den Anfang machte, bestimmt die Glaubensfrage. Dafür müsst ihr euch im Chat jetzt für eine dieser beiden Optionen entscheiden. Die Kandidaten raten im Anschluss, wie viel Prozent von euch für Ausrufezeichen CD bzw. Ausrufezeichen CD gestimmt haben. Das Team, das die Glaubensfrage verliert, muss als zweites ran und darf im Finale keine Antworten mehr geben, die von Finalist 1 bereits genannt wurden. Herzlich willkommen zurück zum Chat-Duell. In dieser Krisenzeit bleiben wir euch treu mit dem Chat-Duell. Bleibt uns auch treu und gebt schon mal eine positive Bewertung auf YouTube. Das hilft uns schon mal. Es steht momentan 424 zu 477. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen jetzt wurde es ganz zum Schluss. Deswegen ist die Glaubensfrage umso bedeutender. Also lass es uns tun. Lass uns die Glaubensfrage spielen. Generell, lass es uns einfach tun. Ich habe euch die Frage gestellt, ob ihr den Schokopudding mit Sahnehäubchen denn vorher umrührt oder eben nicht. Das war die große Frage. Wart ihr euch einig, kann man schon mal sagen? Ja? Also ich bin der Radikale in dieser Gruppe. Ich wurde hier so ein bisschen von der Fraktion noch eingebremst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wer seinen Sahnepudding umrührt, ist ein Arschloch. Ja. Damit weiter Gregor. Es gibt exakt ein Produkt, das ist perfekt. Das ist der Strudel, wo Sahne und Schoko so gestrudelt sind. Die haben darauf reagiert, das ist ein sehr gutes Produkt. Aber die würdest du sagen, das ist okay, wenn man die noch. Nein, bist du denn völlig geknackt oder was? Das heißt, das machen die werden, für dich. Die werden nicht umgerührt. Ja. Ich will kein Arschloch sein, ich will nur nachfragen. Du weißt ja nicht, wie lange das steht und welcher Saft sich an der Sahne gebildet hat. Das muss alles wieder zusammengeführt werden. Aber wie kann man so einen Teufel sein? Du kommst doch, wenn du die Sahne mitlöffelst, einfach so. Dann hast du nach der Hälfte des Bechers keine Sahne mehr übrig. Und Alter, checkst du nicht, wie man das isst oder was? Ekelhaft. Wie machst du das denn? Nils, erklär mal. Ja, erstmal am Rand. Natürlich am Rand und dann klappt das irgendwann so gegen zack und dann gehst du so quer rein und nimmst mit dem Löffel Strich immer ein bisschen Sahne
mit und den Rest Pudding. Also sodass es auf dem Löffel sich so widerspiegelt, also, wie es prozentual im Pudding auch verteilt ist. Da wird erst die Sahne am Rand reingedrückt. Alter, du, das ist und ja dann umgedrückt, damit man überall Sahne hat. Du brauchst einfach Sahne-Pudding. Nee. Diesen, bei Schokopudding, das muss hell sein dann am Ende. Und dann kann man es essen. Ich habe es früher auch nicht gemixt, dann irgendwann bin ich zum Arschloch geworden. Aber mittlerweile mache ich es so mal so. Man muss sich doch nicht immer festlegen. Ganz kurz hier im Studio hoch, wer ist Mixer, wer nicht? Mixer. Weißt du das jetzt die Frage? Was? Also wer mixt das vorher? Als Kind habe ich das gemacht. Hat das mit Mario-Skills zu tun vielleicht? Ich weiß es nicht. Ne? Nur zwei? Okay, gut. Aber ihr habt ja nicht eure eigene Meinung wiedergeben müssen, sondern ihr habt ja aufschreiben müssen, was ihr glaubt, dass der Chat geantwortet hat. Also Schokopudding umrühren oder nicht. Ihr habt die Karten schon in der Hand. Auf mein Kommando dreht ihr es bitte um. Dann wollen wir doch mal sehen, wie ihr den Chat eingeschätzt habt. Und wir wollen vor allem natürlich auch Nils Zeichnung sehen. 3, 2, 1, bitte umdrehen. Also, das Team Heinrich sagt 71% Nein, nein, nein. Und 9%. Das ist euer Ernst. Nein. Das kann ja nicht euer so Ernst sein. Was machen wir jetzt? Klau, nicht umrühren, 71. Sarah hat noch 21. für die 71 gestimmt. Dieses eine Prozentpunkt hätten wir, wollen wir noch. Das ist doch lächerlich. Dann kommen wir, das hatten wir schon einmal. Und da haben wir dann Schein Papier gemacht. Aber Arm drücken auf. Aber das ist in Zeiten von Corona einfach nicht gesund, wenn ihr so nah und mit den Fäusten und so weiter. Das heißt, einer von euch, und zwar derjenige, der weniger Punkte geholt hat, stimme ich jetzt einfach mal, ihr müsst jetzt nochmal ran. Ihr müsst jetzt 1% hoch oder runter gehen. Ach so. Egal bei was. Ihr könnt ja, dann gehen wir den 70-30. Gute Lösung. Ja. Dann machen wir 70-30. Wenn ich sehe, das ist ein Nachteil, runter. Ist gesagt. Mhm. Gut. Also, das war natürlich eine verzwickte Situation. 70% sagt ihr völlig albernerweise. Natürlich sind es 71%. Okay, dann lass es jetzt 71%. Ja. Oder 70. Also beides wäre einfach der Hammer. Es ist geskriptet. Gut. 69, ey. Jetzt ist es natürlich wahnsinnig spannend, wer hier tatsächlich vorne liegt. Was hat der Chat gesagt? Wer muss als zweites ins Finale? Das erfahren wir jetzt. Ungerührt oder gerührt? Der Chat sagt 74%. Ungerührt. Super, Leute. 26%. Gerührt. Also, schade, ihr hättet natürlich noch umgehen können. Das war schon sehr, es ist sehr selten, dass es so knapp ist. Aber das sieht man mal. Das sind 26%, die Klopapier horten auch. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Aber das rühre ich auch um. Also ist vorher oder hinterher. Also, das heißt also, ihr müsst leider als zweites ins Finale gehen. Wisst ihr denn schon, wer überhaupt ins Finale geht? Das wurde ganz demokratisch 2-1 ausgelost, dass ich gehe. Dann möchte ich dich bitten, jetzt schon mal den Raum zu verlassen und erst wiederzukommen, wenn ich dreimal komm bitte wieder rufe. Einmal reicht. Bei euch, wer geht ins Finale? Wisst ihr das schon? Ja, wir schicken Sandro. Alles klar. Ich habe ja noch was gut zu machen. Mhm. Ich denke, du warst gerade super gut, hast du gesagt. Nein, ich habe was gut zu machen von vorhin. Von der, kennst du dich an Etienne, 6 Buchstaben erinnern? Ja, gut, wir haben alle was gut zu machen. Hast du nicht auch schon richtig lustige Antworten teilweise im Finale gegeben? Ja, ja. Da freue ich mich ja besonders drauf. Ich muss diesmal genauer hinhören. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ja. Gut. Gut, dann mach das doch. Mach ich auch. Ne? Was sagst du denn? Ist das der richtige Mann, den du ins Rennen schickst jetzt? Das ist deine Verantwortung gerade. Was ist denn das jetzt für eine Nachfrage? Ich will das richtig verunsichert werden. Also, pass auf, ich habe Gregor als Alternative. Ja. Ich glaube, er hat mir das Umrühren noch nicht verziehen. Und damit ist eigentlich alles geklärt. Also lass uns loslegen mit dem Finale. Sandro, schon mal mit mir nach vorne gehen, dann kannst du von hier auch viel besser überblicken, wie das aussieht mit den Sekunden, die noch übrig sind. Es wurden 477 Punkte von dir geholt. Das heißt, du hast 19 Sekunden Zeit, um diese 5 Finalfragen zu beantworten. Dein Gegner hat nur 18 Sekunden Zeit. Mhm. Das ist ein riesen Vorteil. Die eine Sekunde kann viel ausmachen. Die kann viel ausmachen. Und ich werde dir noch mal ganz kurz erklären, wie das hier abläuft. Ich habe 5 Fragen an der Zahl, die werde ich nacheinander vorlesen. Die erste lese ich noch ganz normal, ganz gemütlich vor und erst danach beginnt deine Zeit abzulaufen. Wenn du eine Frage gerade noch nicht beantworten kannst, kannst du sagen weiter, dann werde ich sie später nochmal vorlesen. Hast du das verstanden? Bist du bereit? Yes, 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 yes. Er ist bereit, dann dreh dich hier ganz leicht in deine Kamera ein, genau hier ein bisschen eindrehen, damit wir das Gesicht auch genau beobachten können. Wir legen jetzt los mit der ersten Runde des Finals bei dieser Folge Chat-Duell mit Sandro.
Wir haben den Chat gefragt. Nennt eine Abteilung bei Rocket Beans. Redaktion. Ein Corona-Risikogebiet. Italien. Eine Kohlart. Grünkohl. Etwas Gelbes. Borussia Dortmund. Ein Tier mit P. Papagei. Stopp, das war nicht schlecht. War gut. Ey, mit Dortmund musste ich machen, sorry. Du brauchst gar nicht so schnell abzuhauen. Ach so. Aber gut. Wie hat es sich denn angefühlt? Gut, ich hab's mir schon jetzt hab ich die schon wieder. Ja, wir haben vorher nicht hier nochmal rumgespielt. Nee, es hat sich gut angefühlt, das war auch nicht so schwer. Ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob Borussia Dortmund gewählt wurde, bei dem Rest habe ich mich gut geschlagen, glaube ich. Du hattest sogar auch noch 8 Sekunden übrig. Das gibt schon mal Zusatzpunkte. Yes. War nicht verkehrt, jetzt kannst du gehen. Und jetzt kann gerne auch Matthias wiederkommen. Das mit Dortmund war natürlich ziemlich der Ego-Move. Bitte jetzt keine Gespräche mehr über die Antworten, denn Matthias ist ab jetzt wieder hörend und kann den Raum betreten. Ganz genau. Genauso wie jawohl. Ich hole mich ganz kurz. Jawohl, Matthias kommt schon mal an meine Seite. Ja. So. Geht alles klar. Kriegen wir alles hin. Matthias, geht's dir gut? Total. Ja? Die Musik war sehr entspannt. Die hat mir ein bisschen Nervosität genommen. Ich bin vorbereitet bereit. Wombo oder was lief? Nee, Lo-Fi, Chill, Hip-Hop-Beats. So ein bisschen. Geh mal frei, oder? Bestimmt. Okay. Gut, Matthias, du bist zum ersten Mal hier im Chat-Duell dabei und gleich hier im Finale dabei. Das ehrt dich schon mal. Mutig. Ich möchte dir trotzdem noch mal erklären, wie das hier abläuft. Ich habe 5 Fragen an der Zahl. Die erste Frage lese ich dir noch ganz gemütlich vor. Dann beginnen deine 18 Sekunden an abzulaufen. Moment, ganz kurz, eine Korrektur höre ich gerade. 6 Sekunden waren bei Sandro noch übrig. Mit dir auch noch. Keine 8 Sekunden, wie es gerade hier Fake News-mäßig behauptet wurde, sondern 6 Sekunden. Ja, gut. Aber immerhin waren noch 6 Sekunden übrig. Schon, oh Gott. Du hast, jetzt kommen wir wieder dazu, 18 Sekunden Zeit, um alle Fragen zu beantworten. Wenn du eine Frage nicht weißt, kannst du sagen, weiter. Wenn, dann werde ich sie später nochmal vorlesen. Und wenn du dieses Signal hier hörst, dann wurde diese Antwort bereits von Sandro genannt. Du hast kurzzeitig zu schütteln, um eine alternative Antwort zu liefern. Hast du das verstanden? Ja. Bist du bereit? Immer. Dann geht es jetzt los oder weiter mit der zweiten Runde dieses Finales beim Chat-Duell. Wir haben den Chat gefragt, nennt eine Abteilung bei Rocket Beans. Aufnahmeleitung. Ein Corona-Risikogebiet. Italien. China. Eine Kohlart. Weißkohl. Etwas Gelbes. Pikachu. Ein Tier mit P. Pudel. Wow. Nicht schlecht. Ich glaube, auch da waren noch Sekunden. Da waren 7 Sekunden übrig. Verbreite ich jetzt diese News, später revidiere ich das wieder. Wie hat es sich angefühlt für dich? Bleib noch ganz kurz. Das ging. Das war doch einigermaßen okay. Ich hatte Angst. Ich hatte schon Angst, es wird wieder nach Spielen gefragt, wo ich dann wieder auf dem Das ist ja keine Ahnung von Spielen. Hat gut funktioniert. Ja. Zufrieden. Aber wirklich nicht schlecht. Du warst richtig schnell. 7 Sekunden waren noch übrig. Du hast dich vor allem nicht aus der Bahn bringen lassen, als was wurde 2-mal genannt? Ja, Italien. Genau, Italien. Ich hatte fast damit gerechnet. Deswegen. Aber dann ist mir Gott sei Dank China auch direkt eingefallen. Ich hatte ein gutes Gefühl, das hat sich jetzt geändert. Ja? Danke. Sehr gerne. Nein, das ist alles drin. Du kannst wieder auf deinen Platz zurückgehen. Ich möchte sagen, es waren wirklich 2 sehr gute Finals. Leider auch wenige witzige Antworten dabei. Aber darum geht es ja bei Chat-Duell eigentlich nicht, sondern es geht um richtige Antworten. Antworten, die der Chat auch genannt hat. Obwohl der natürlich auch häufiger mal ganz witzig ist. Jetzt geht es um die Wurst. Jetzt wollen wir wissen, wer hat hier im Endeffekt mehr Punkte geholt? Denn es waren noch ein paar Sekunden auf beiden Seiten übrig. Die wollen wir jetzt schon mal in Punkte umrechnen durch einen Multiplikator. Das heißt, im Moment führt unser Team Amanda mit 21 zu 18 Punkten. Das gilt es jetzt erstmal aufzuholen. Aber das ist durchaus möglich. Denn es sind ja insgesamt 5 Fragen gestellt worden. Und die allererste, die lautete, nennt eine Abteilung bei Rocket Beans. Und da hat Sandro das da gesagt. Redaktion sagten auch 11%. Okay. Matthias sagte, Aufnahmeleitung sagten auch 0%. Oh. Die Top-Antwort war Regie. Ja. Grüße gehen raus. Die zweite Frage lautete, nennt ein Corona-Risikogebiet. Da hat Sandro das da gesagt. Oh, da bin ich gespannt. Ey. Italien sagten auch sehr viele. Ja. 40%. Ja. Und Matthias sagte 80. China, und das sagten
10% Italien war die Top-Antwort. Danach kam Tirol. Absurderweise China. Bedeutet uns einfach nicht so viel in der Hinsicht. Die nächste Frage lautete, nennt eine Kohlart. Und da sagte Sandro das da. Grünkohl sagten auch 19%. Und Matthias sagte... Matthias sagte, Weißkohl, sagte auch, das wäre gut gewesen. Ja, da hätte ich mich richtig gefreut, sagte über Helmut Kohl. Rotkohl war die Top-Antwort. Also momentan steht es 90-36. Da muss jetzt richtig was kommen von Matthias. Ich habe euch noch gefragt, nicht etwas Gelbes. Ich kann euch schon mal sagen, Sandro hat was, naja, Untypisches gesagt. Das sagten auch. BVB sagt auch. 2%. Hey, immerhin! Immerhin, 2%. Das war Timo, der das schon geschrieben hat. Das kann sogar gut sein. Oi, oi, oi. Und Matthias sagte. Ja, fuck, ey. Pikachu sagt ja, so gut, das ist 8%. So. Wahrscheinlich. Ja. Die Top-Antwort waren Banane und Zitrone. Immer ein guter Tipp in diesen Zeiten. Viel Bananen und Zitronen essen, weniger Pikachu. Die letzte und entscheidende Frage lautet, nennt ein Tier mit P. Wir lösen erstmal auf, was unsere beiden Finalisten gesagt haben. Sandro hat gesagt, Papagei. Matthias hat gesagt, Pudel, und wir machen es gar nicht mehr weiter spannend, beziehungsweise wir machen es hochspannend und lösen auf. Bitteschön. Papagei 9%, Pudel 1%, da hat sich nicht mehr für die Top-Antwort. Nochmal ganz kurz. Die Top-Antwort war Pinguin, ein Tier mit P. So, herzlichen Glückwunsch an unsere Sieger aus der Heinrichstraße, aber auch schön, dass ihr den Weg hier rüber geschafft habt in euren Schutzmasken rüber zur Heinrichstraße. Nächste Woche kommt kein Chat-Duell, denn nächste Woche kommt das große Event Half-Life. Das wird gespielt. Jetzt kommt erstmal FIFA Pro Clubs. Wenn ihr sagt, ey, das war doch eine coole Sendung, die möchte ich unterstützen, dann schaut einfach mal bei www.rbtv.to/support vorbei und tretet ein in den Rocket Beans Supporters Club. Umso wichtiger in den jetzigen Zeiten, in diesen Krisenzeiten. Leute, bleibt gesund, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.